Willkommen in der Windwoche. Ich habe mir hier was richtig Tolles überlegt. Ich habe Bock, eine windige Woche zu erleben. Und dafür habe ich mir die beste Challenge der Welt ausgedacht. Und zwar mit diesem Ventilator. Und ganz viel Mehl. Ich habe mir eine neue Idee ausgedacht. Und zwar will ich jede Woche eine Themenwoche machen. Dieses Mal ist es die Windwoche. Was ist das nächste Mal? Die Laberwoche? Keine Ahnung. Schreibt mal in die Kommentare, was für Wochen ihr sehen wollt. Die Windwoche wird schon sehr krank. Ihr könnt eine richtig geile Sache gewinnen hier. Dafür müsst ihr aber nur eine von zwei Fragen richtig beantworten. Und dann passiert euch auch nichts Schlimmes. Aber es kann dann auch ein bisschen was Doofes passieren. Aber das seht ihr dann später. Also, Sven, fängst du an? Tischtester? Yeah. Kannst du mal kurz sagen, wie motiviert du gerade bist? Ich habe kaum geschlafen. Und mach dir gar keine Sorgen, das Mehl ist hier zum Backen da. Das hat, wir haben nichts mit diesem Ventilator und dem Mehl vor. Achso, ja, okay, dann bin ich beruhigt. Mega! Das sind Persönlichkeitsfragen, also mal gucken, wie gut du mich kennst. Wie alt ist Flash? Was? Wie alt ist Flash? 4 Jahre und 11 Monate. Hey, warum weiß er das? Welche Schuhgröße habe ich? 46! Fuck! Ich will trotzdem mehr reinwerfen! Herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen! Danke, dass ich keine Bestrafung bekomme. Und dann passiert euch auch nichts Schlimmes. Du hast den Gewinn. Der Gewinn ist, oh mein Gott, der Stuhl ist kaputt. Wie hast du es geschafft, den zu verbiegen, Digga? Flash! Guck dir mal Flash an. Habt ihr jetzt richtig Bock bekommen? Boah, ich hab richtig. Johannes, hast du jetzt richtig Bock bekommen, jetzt auch mal deine Frage zu beantworten? Nein. Wunderbar, ist mir scheißegal, es geht nämlich trotzdem los. Was ist mein Lieblingseis? Keine Ahnung. Im Sommer Skifahren. Eine Frage musst du richtig beantworten, sonst kommst du nicht mit. Wie alt bin ich? 21. Du hast es geschafft, du hast die Belohnung, genauso wie Sven. Herzlichen Glückwunsch. Toll. Oh Gott. Lea, bei dir geht es ein bisschen mathematisch zu heute. Ach, ich hasse dich. Was ist 1200 durch 3? 400. Sehr gut, sehr gut. Was ist meine Lieblingssüßigkeit? Digga, klar. Ich hab natürlich. Es ist doch ganz klar! Das sieht aus wie ein Weihnachten. Kann ich Schneeengel machen? Ja. Juhu! Ja, wie kann man immer noch hype sein? Janina! Wunderbar! Du musst aber auch noch gleich rein. Nee, ich bin da nur der Fragesteller. Nee. Was ist meine größte Schwäche? Keine Ahnung. Falsch! Ich will einfach zu gut aussehen! Achtung! Das hätte man doch wissen können, Mann. Wie heißt mein Vater? Also deine Mama heißt Steffi. Oh, oh, oh. Du bist so lange dran. So, wir jetzt Kamera reinigen. Okay, Leute, das ist mehr fertig gedreht. Leute, ich würde sagen, danke nochmal, dass ihr alle da mitgemacht habt. Stopp, keine Fragen. Wir brauchen keine Fragen. Ihr habt ja nicht mal Fragen gestellt. Okay, mein Test war uns funktioniert. Ach so. Okay, 3, 2, 1, go! Oh mein Gott, was war das denn? Ich war in einem Sandsturm, Digga! Ich bin fast gestorben da drin! Ihr seid böse! Ihr drei habt euch qualifiziert für das Mega-Wind... Special. Danke dir, Sven. Dankeschön. Alter, oh Gott, okay, ich würde sagen, let's go. Ja, ich nicht. Ja. Du wolltest mich umbringen, das geht zu weit. Bevor es aber zu der großen Belohnung geht, und sie ist wirklich groß, kann ich euch noch mitteilen, dass morgen das krankeste Video bei Johannes online kommt. Und zwar sein Flughafen-Video, hat einen kompletten Flughafen gemietet. Und wir haben dann nur kranke Scheiße gemacht, aber seht selbst. Ich komme gerade vom Oktoberfest, ich habe genau 20 Minuten geschlafen und bin jetzt bei irgendeinem absolut geisteskranken Video von Johannes. Ich habe, glaube ich, noch nie so einen lauchigen Polizisten gesehen. Nimm mich mal fest, Johannes, nimm mich mal fest. Sitzt du in deine Handschellen? Ah! Ja, es gibt keine Schlüssel. Och, Digga. Haben wir einen Schlüssel für die? Nee. Oh. Ich will mal ein Auto bekommen. Ich kenne ihre Rechte. Guck mal nach. Mein Gott, Polizeigewalt.
Es gab richtig viele coole Fahrzeuge, aber ich habe das Fahrrad bekommen. Also wirklich vielen Dank nochmal, Johannes. Hört auf keinen Fall bei ihm vorbei. Am Ende bin ich dann noch irgendwie in so einem ultrakranken Porsche GT3 RS. Die Lande sind aber rumgedriftet. Es war ultra der kranke Tag. Ich habe echt gedacht, ich überlebe das nicht. Einen Tag später ging es auch schon los zu der großen Belohnung. Du musst nur eine kurze unterschreiben, dass du, wenn du stirbst, dass du dann tot bist. Okay. Ich habe meine Todesurkunde. Ich weiß nicht mehr, was wir machen, ne? Wir waren in einer Indoor-Fallschirmsprunganlage. Vielen Dank auch nochmal an die Indoor-Skydiving-Anlage in Bottrop, dass wir dort drehen durften. Glaubt mir, Leute, ihr werdet gleich sehen, das ist geisteskrank. Also macht das auf jeden Fall auch mal, wenn ihr Bock habt auf richtig kranke Action. Und Johannes hat sich ein wenig eingeschissen. Also dann mal die Decke zu fliegen. Ja, aus Versehen halt, nicht extra. Er will einfach reingehen und so. Der Mann scheint mir in die Hose. Toll. Check. Du wirst ja hier wahrscheinlich wie so eine Schildkröte die ganze Zeit da rumliegen und nichts schaffen. Digga. Aber du hältst uns fest, ne? Ich halte euch fest. Ja. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft Johannes gefragt hat, dass er ihn auch wirklich festhält. Uns wurde dann alles erklärt. Und ehrlich gesagt habe ich nicht so ganz alles verstanden, aber ich dachte mir einfach, komm, let's go. Johannes hat sich weiterhin eingeschissen und es ging los. Das ist nicht schön. Scheiße. Das ist das, wenn du das erste Mal. Ich verstehe kein Wort, ich hab fucking Ohrstöpsel drin. Yeah. Alles zum Film zu denken. Was? Wir hören uns alle nicht mehr, das ist ja nicht so geil. Doch, dann habe ich auch verstanden, warum wir die Ohrstöpsel drin haben, denn es war so geisteskrank laut in diesem Raum. Und er hat dann vorgemacht, was wir dann gleich machen müssen und ich dachte mir einfach so, wie geht das? Sven war als erstes dran und er hat es ultra gut gemacht irgendwie. Alter, geil! Die Helme waren auf jeden Fall ultra vorteilhaft gemacht. Lea aber dann hat es auch ultra gut gemacht. Das hat mich immer nervöser gemacht, weil das eigentlich ultra schwer sein soll. Bombastic Side-Eye. Aber zum Glück kam dann noch Johannes dran. Also sagen wir mal so, es hat anfangs nicht so mega geklappt. Ich finde das so lustig, hier die ganze Zeit versucht, ihm irgendwas zu erklären. Es sah komplett unkontrolliert aus und dann am Ende ist er noch fast aus dem Raum rausgeflogen. Das war der absolute Hammer. Doch dann war ich dran und ich wollte nicht so wie Johannes enden. Also habe ich irgendwie versucht, einfach mich irgendwie gerade zu halten. Guckt euch meinen konzentrierten Blick an, ich hatte so Angst. Aber es hat eigentlich ganz okay funktioniert. Ich bin irgendwie so ein bisschen rumgetaumelt, aber das war, glaube ich, ganz okay. Meine Haare. Aber für mich war es auch relativ schnell vorbei. Wir haben dann noch ein bisschen mehr Anweisungen bekommen und dann wollte er mit uns einen richtig kranken Stunt machen. Bei Sven hat er dann gezeigt, was dann gleich mit uns allen passieren wird und ich hatte Todesangst. Es hat mich so nervös gemacht, dass ich als letzter dran war, weil ich gucke mir das einfach an und denke mir so, Alter, wie kann man das denn überleben überhaupt? Und dann war Johannes dran und da hat irgendwie der Stunt nicht so ganz funktioniert irgendwie. Und dann war ich dran, er hat dann angefangen mich so zu packen und ich wusste, jetzt gleich geht's los. Und er hat natürlich komplett übertrieben, mich in 5-mal irgendwie gefühlt einfach an die komplette Decke geknallt. Junge, was zur Hölle. Es hat sich so krank angefühlt, als ob ich ein Vogel gewesen wäre. Also ich bin so oder so ein Vogel, aber jetzt auch in Wirklichkeit. Es war wirklich einfach ein richtig, richtig kranke Scheiße. Der Profi hat am Ende noch gezeigt, was man so für Stunts da alles machen kann und das... Sorry, aber was ist das? Wie geht sowas eigentlich so wirklich geisteskrank? Also ich fand, meine Stunts war auch eigentlich ganz cool, aber also dagegen sieht das ziemlich lächerlich aus. Guck, Freunde, wir haben Diplom bekommen. Johannes, zeig mal dein Diplom. Das Ding ist, er wollte mir schon einen Profivertrag geben. Ja. Aber dann war der Pulli leider leer. Ja, man sieht, man sieht. Aber es war ultra krank, Alter. Als ich da hochgeschossen wurde, einmal kurz ein fettes Danke nochmal an Johannes Dad, dass ich hier drehen darf und den ganzen Garten jetzt zerstöre. Also der Garten, den kannst du auch nicht tun. Also wenn ihr mal noch einen Garten braucht, Freunde, der ist bei eBay jetzt eingestellt.